Worauf es mir heute ankommt, ist kurz darzulegen, wie man mit physikalischen Einheiten umgeht. Ich mache das am Beispiel der Feldstärke, der elektrischen Feldstärke und einer Kraft, die auf eine Kugel wirkt. Also kurz Einheiten. In der Physik. Und hier Beispiel elektrische Feldstärke, die sich berechnet aus der Kraft, der elektrischen Kraft geteilt durch die Ladung. Folgendes Problem, und zwar, wir haben den üblichen Aufbau eines Plattenkondensators, jeder kennt es, mit entsprechenden Einrichtungen. Da kann man verschiedene nehmen. Ihr kennt die Influenzmaschine. Haben wir eine Kugel, die da zwischen zwei Plattenkondensatoren pendelt. Und es geht letzten Endes darum, dass wir wissen, wie schwer die Kugel ist, also welche Schwerkraft sie ausübt. Sie hat eine Masse von 0,5 Gramm. Das sind solche leichten Tenniskugeln, die man da gerne verwendet. Wir wissen auch, dass die Ladung, die herrscht, sagen wir mal, 15 mal 10 hoch minus 9 Coulomb sind. Und wir wissen natürlich auch, ja, wir können den Winkel jetzt zum Beispiel bestimmen. Der Winkel, ich mache das mal in Rot, wie diese Kugel ausgelenkt wurde. Also sie pendelt nach links und rechts und in diesem Fall die Auslenkung. Ich mache das mal ganz kurz. Also ich möchte jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen, sondern mir geht es um die Einheiten. Wir wissen gleich den Tangens dieses Winkels. Der sei mal rund gerechnet, sagen wir hier wieder mal Alpha dazu. Der sei rund gerechnet 1,16. Und ja, was wir noch wissen, was aber meistens übersehen wird, ist letzten Endes die Erdbeschleunigung, die wir noch brauchen mit 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Ja, nochmal kurz zum elektrischen Feld, also elektrisches Feld. Wir stellen uns mal hier in der Nebenskizze einen Plattenkondensator vor. Dann haben wir hier Feldlinien. Und außen um den Plattenkondensator herum beschreiben diese Feldlinien einen ganz anderen Verlauf. Also nicht geradlinig, wie wir es eigentlich erwarten, sondern um die Platten herum. Jetzt kann man sich gut vorstellen, dass wenn ich die Platten näher zueinander bringe, dass dann weniger Feldlinien, außer denen, die hier dazwischen den Kondensatorplatten sind, dass dann außen scheinbar weniger Feldlinien herumgehen, das bloß nebenbei. Ich komme dann später nochmal in anderen Videos darauf zurück. Die elektrische Feldstärke wird angegeben als Volt pro Meter. Ich möchte es bloß mal deswegen noch mit angeführt haben, weil sich hier einige Zusammenhänge zwischen Volt pro Meter, ach, das Meter gefällt mir nicht. Ich mal das Meter mal besser. Meter, weil sich hier einige Zusammenhänge zwischen der elektrischen Feldstärke und dem Abstand der Platten des Kondensators ergeben. Aber dazu alles später, das kann man alles in späteren Videos nochmal genauer erklären, das nur nebenbei. Die elektrische Feldstärke wird berechnet als E ist gleich die Kraft, die elektrische Kraft geteilt durch die Ladung. Es geht um folgende elektrische Kraft. Ich mache das mal in hellgrün, also F EL wie elektrisch. Das ist die Kraft, die hier die Kugel zur anderen Platte hinzieht. Darum geht's. Jetzt habe ich immer wieder festgestellt, dass es ja Schwierigkeiten gibt. Wie kann ich eine elektrische Feldstärke in Volt pro Metern ermitteln, wenn es doch hier eigentlich um Kräfte geht und ich Gramm und allerlei
seltsame oder seltsamer scheinende Einheiten wie Coulomb und so weiter dazwischen habe. An sich ist es einfach, wir brauchen bloß eins zu tun. Wir schauen in Formelsammlungen nach und auch schauen auch danach, wie sind denn diese Größen angegeben. Ich hatte eben schon die elektrische Feldstärke in Volt pro Meter angegeben. Jetzt nehmen wir mal auch das Coulomb zum Beispiel, wird wie folgt definiert. Jetzt wieder in Einheiten gerechnet, daher in eckigen Klammern ein Coulomb, ist eine Ampere-Sekunde, also ein Ampere mal Sekunde. Auf solche Dinge sollten wir letzten Endes Acht geben und dann kriegt man das auch letzten Endes raus. Zur reinen Rechnung selber. Wenn ich dann also eingegeben habe, E ergibt sich aus, ich lasse jetzt mal die Zusammenhänge, wie ich darauf komme, weg, aber man kann jetzt hier leicht sich ein rechtwinkliges Dreieck hier oben drin vorstellen, also mit einem Winkel Alpha, mit einer nach unten wirkenden Gewichtskraft. Na nee, ich mache es doch noch mal ganz schnell. Hier oben dieses Beispiel, um dieses geht's. Dann habe ich eine senkrecht wirkende Gewichtskraft und eine, je nachdem in welche Richtung das jetzt geht, auslenkende elektrische Kraft, die von den Anziehungskräften auf die Kugel wirken, des Plattenkondensators. Und hier dazwischen, hier kommt mein Winkel Alpha ins Spiel und da beide Kräfte senkrecht aufeinander stehen, also hier ist Alpha, kommt man dann ganz schnell auf die Formel, dass man die elektrische Kraft hier über Tangensbeziehungen rechnet. Ich mache jetzt unten bei der allgemeinen Formel weiter. Also, die ermittelt sich aus elektrischer Kraft durch die Ladung und die elektrische Kraft, die kann ich durch diese Beziehung hier ganz schnell darstellen als Tangens Alpha mal. Und jetzt muss ich die Kraft wirklich einfach mal ein bisschen splitten. Wir wissen alle, F ist Masse mal Beschleunigung. Im Falle von Gewichtskraft, Kräften heißt das also, Fg ist gleich Masse mal Erdbeschleunigung. Gut, weiter unten zu der Formel, dann heißt die Tangens Alpha ist gleich m mal g. Ne, das kommt von hier. M mal G und jetzt teile ich dann wirklich durch die elektrische Ladung. Setzen wir das Ganze mal ein. Na, setzen wir das Ganze mal direkt ein. Dann ergibt sich auf der nächsten Zeile E, was wir noch nicht wissen, lassen wir als E bestehen. Tangens Alpha ist 1,16, das ist eine dimensionslose Zahl. Und jetzt müssen wir natürlich noch die Masse, diese 0,5 Gramm, am besten in Kilogramm umrechnen, weil jetzt geht es um SI-Einheiten. Und jetzt kommt gleich der Nutzen dieser Einheiten. Also ich schreibe nochmal die Nebenrechnung. 0,5 Gramm ist dann anders gesagt 0,0005 Kilogramm. Mit 0,0005 Kilogramm könnte man eigentlich ganz gut zurechtkommen, aber ich könnte auch sagen, das sind statt 0,0005 Kilogramm 5 mal 10 hoch minus und jetzt 1, 2, 3, 4 Komma stellen. Aber Achtung, ich bin hier rüber gerückt. Kleinen Moment, ich muss was wechseln. Das kommt davon, wenn man den Akku nicht gleich eingesteckt hat. Gut, also weiter zur Masse. Wir waren bei 5 mal und jetzt 1, 2, 3, 4, 10 hoch minus 4 Kilogramm. Das rechnet sich leichter, das werden wir gleich sehen. Wenn wir das nämlich einsetzen, dann müssen wir uns mit Kommastellen nicht allzu sehr herumschlagen. Also für die Masse setze ich ein 5 mal 10 hoch minus 4 Kilogramm. Und jetzt kommt die Erdbeschleunigung mal 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Ich schreibe das jetzt erstmal umständlich als Doppelbruch, Meter pro Quadratsekunde. Und die Ladung, was hatten wir gesagt? Die Ladung betrug 15 mal 10 hoch minus 9 Coulomb.
geteilt durch 15 mal 10 hoch minus 9 Coulomb. So, jetzt kommt die ganze Geschichte etwas ins Rollen. Jetzt haben wir hier einen Doppelbruch und allerlei Dinge, das wird uns etwas stören. Ich schreibe es mal anders. Diese 1,16, die kann ich da vorne stehen lassen, aber ich kann mir auch denken, das sind 1,16 Eintel. Ich sage das ganz bewusst nochmal so, weil manche damit Schwierigkeiten haben. Das heißt, ich schreibe das auf den gemeinsamen Bruchstrich. Aber eins können wir auf jeden Fall machen. Nein, ich mach's noch nicht. Ich wollte jetzt schon kürzen, aber machen wir das noch nicht. Also, nächste Zeile. Es lohnt sich immer in der Mathematik und in der Physik etwas mehr zu schreiben. Ein Schriftbild sagt ja letzten Endes viel aus. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Also, gemeinsamer Bruchstrich 1,16 mal 5. Und statt dass ich jetzt sage, 10 hoch minus 4 lasse ich da oben stehen, nö, ich nehme die 10 hoch minus 4 als 1 durch 10 hoch 4 und schreibe sie ganz einfach unten drunter. Das geht am allerbesten. Jetzt kommt die Zahl 9,81 dazu. Bis jetzt habe ich noch keine Einheiten mitgeschrieben. Ich habe das ganz bewusst so gemacht, weil es dann leichter geht. So, die 9,81 haben wir dazu. Unten steht unsere 15 hier, diese 15 mal 15. Und mit der 10 hoch minus 9 mache ich es ganz genauso. Die 10 hoch minus 9 schreibe ich oben auf den Bruchstrich als 10 hoch 9. Das hat mit Doppelbrüchen zu tun. Also wenn ich zum Beispiel sage, 1 durch 10 hoch 1, dann kann ich auch gleich sagen, das ist 1 mal 10 hoch minus 1. Wenn ich hier mir noch den alten Bruchstrich denke, heißt das, das rutscht nach oben. Und genauso kann man es auch umgekehrt machen. Ich kann also, aber das ist dann ganz, sind ganz einfache Potenzgesetze, da kann ich, verweise ich auf andere Videos, da kann man ganz leicht damit umgehen. So, fassen wir nochmal zusammen. 1,16 haben wir, die 5 haben wir, die 10 hoch minus 4 haben wir runtergeschrieben. Die 9,81 bleibt auf dem Bruchstrich. Unten steht die alte 15 und die 10 hoch minus 9, die haben wir jetzt von unten nach oben befördert, wie es sich gehört. Kommen wir zu den Einheiten. Das Kilogramm müssen wir dazu schreiben. Und genauso wie mit dem Doppelbruch kann ich das auch machen. Nochmal Doppelbruch, woher das kommt, wenn ich zum Beispiel 1/2 geteilt durch 3/4 mir so vorstelle. Dann kann ich es mir auch so vorstellen, dass ich sage, das ist 1/2 geteilt durch 3/4. Und das bedeutet nichts anderes 1/2 als 1/2 mal 4/3. Demzufolge, wenn ich jetzt genau beobachte, wo das alles, was auf den Bruchstrich bezogen hinkommt, ist die 4 nach oben gewandert. Also diese 4 wandert oben auf den Bruchstrich. Das heißt, ich mache es mal bunt. Diese 4 wandert hier hoch. Diese 3, die bleibt unter dem Hauptbruchstrich. Und die 2 wandert mit unter den Hauptbruchstrich und die 1 bleibt wieder oben. So, das heißt jetzt bezogen auf unsere Einheit hier oben, Meter bleibt auf dem Bruchstrich und die Quadratsekunde kommen darunter. Ja, jetzt bin ich immer noch nicht so weit und kann immer noch nicht richtig sagen, ach, es ist furchtbar. Die reinen Zahlen, die kann ich eintippen, das wäre nicht das Problem. Wir werden uns dann gleich damit beschäftigen, was an Zahlen herauskommt. Aber ich habe mir jetzt schon mal eine wesentliche Voraussetzung geschaffen, wirklich rechnen zu können. Kürzen wir nochmal ganz schnell, damit hier unten die 10 hoch 4 verschwindet und hier oben die 10 hoch 9 etwas anders wird. Das heißt also, hier unten geteilt durch 10 hoch 4 ist 1 und hier oben geteilt durch 10 hoch 4 ist nur noch 10 hoch 5. Wir haben jetzt hier die 5, die können wir auch noch kürzen mit der 15. Hier bleibt eine 1, hier bleibt eine 3. Und wenn ich jetzt diese Zahlen alle, ich umrahme die mal in ganz hellblau, also diese, die 1 kann ich mir schenken, diese, auf die 10 hoch 5 muss ich noch achten und das alles noch durch 3 teilen. Wenn ich das alles in den Taschenrechner eintippe, dann ergibt sich erstmal rein zahlenmäßig, und das ist immer das Problem in vielen Schulen, vor allem in Hauptschulen, wird gerne das mit den Einheiten komplett weggelassen und die Schüler wundern sich und fragen sich, was soll ich denn jetzt machen daraus? Aus dieser ganzen Geschichte kann ich Folgendes heraustippen. Das sind dann also 1,16 mal 9,81 und das Ganze durch 3
ergibt dann 3,786 und so weiter. Noch ein paar Stellen mehr, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Mal, und jetzt schauen wir mal, was bleibt hier oben? 10 hoch 5. Das bleibt hier übrig. Ich bin also rein mit den Zahlen fertig. Aber was machen wir jetzt aus Kilogramm und Meter? Ah, ja, jetzt kommt es noch. Und dieses Coulomb, das hatte ich jetzt hier noch vergessen. Das steht jetzt hier noch blöderweise auch mit unter dem Bruchstrich. Hatte ich vorhin vergessen abzuschreiben. Wie komme ich jetzt von Kilogramm und Meter pro Coulomb und Quadratsekunde? So kann man das sprechen. Manche sagen Kilogramm mal Meter geteilt durch Coulomb mal Sekunde zum Quadrat. Ich sage es gerne so: Kilogramm und Meter geteilt durch Coulomb und Quadratsekunde. Ich teile durch Coulomb und durch Quadratsekunde, deswegen auch dieses Wort und dabei. Ja, wie komme ich da hin? Jetzt kann man sich Folgendes überlegen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich verweise nochmal: ein Coulomb ist ein Ampere mal Sekunde. Also könnte ich die Sache so umschreiben: Kilogramm und Meter geteilt durch Ampere mal Sekunde Quadrat. Dieses Sekunde Quadrat ist dieses hier und Coulomb ist zu Ampere und Sekunde geworden. Jetzt lohnt sich es wieder in einer Formelsammlung nachzuschauen. Wenn ich die Einheiten betrachte, dann kann ich sagen, gut, ich mache das jetzt mal wieder rechts daneben. Wenn ich die Einheiten betrachte, dann kann ich Folgendes sagen. Dieser Ausdruck hier, Kilogramm und Meter pro Ampere und Kubiksekunde, Kilogramm und Meter geteilt durch oder pro Ampere und Kubiksekunde. Ich habe die Sekunde mit Sekundenquadrat multipliziert. Dann brauche ich bloß nachzuschauen. Das ist genauso wie Newton pro Coulomb. Oder Volt pro Meter. Genauso wie Volt pro Meter. Das lässt sich direkt in der Formelsammlung ablesen. Aber wie komme ich denn jetzt plötzlich auf Newton pro Coulomb? Dazu noch ein paar Kleinigkeiten. Nochmal zu diesem Ausdruck. Oh, das geht hier weiter. Kilogramm und Meter. Wenn ich das doch nochmal, so wie hier drüben, wenn ich das doch nochmal so hinschreibe und sage, das ist doch nichts anderes, jetzt vertausche ich mal und sage, ich lasse mal Kilogramm und Meter oben ganz normal und unten vertausche ich etwas, damit es übersichtlicher wird und schreibe die Sekundenquadrat hier dahinter. Und jetzt kommt mein Ampersekunden, also Ampersekunden, ne, dieses hier drüben. Ich wische das jetzt nochmal weg und schreibe trotzdem wieder Coulomb dahinter. Dann kann ich doch Folgendes sagen, das ist ein schöner Zusammenhang, der steht auch wieder in Formelsammlung, Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde sind Newton. Aha, daher kommt das Newton. Und unten drunter bleibt wieder ganz normal unterm Bruchstrich stehen pro Coulomb. Ah, es funktioniert. Wie komme ich auf Volt pro Meter? Auch das Volt pro Meter, ja, wie kann man das umwandeln? Na gut, komme ich gleich drauf. Im Moment erstmal noch zu meinem Endergebnis. Also, E ist demzufolge diese 3,786 mal 10 hoch 5. Und jetzt kann ich entweder die Einheit hier so lassen oder ich nutze die Umrechnungsmöglichkeiten von Einheiten und schreibe einfach so wie eben dargestellt Newton pro Coulomb. Beziehungsweise, wenn mir das so nicht passt, wenn ich das eigentlich wie erwartet in Volt pro Meter angeben will und das auch wirklich in den Einheiten entdecke, die mir die Formelsammlung bietet, dann kann ich gleich schreiben Volt pro Meter. Und damit wäre dieses Ergebnis jetzt fertig. Ich werde das nochmal etwas markieren. Also dieses Ergebnis ist jetzt fertig. Damit komme ich zurande. Jetzt noch ganz schnell dazu, wie komme ich von Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde und Coulomb, beziehungsweise von
Newton pro Coulomb zu Volt pro Meter. Wie kann ich das machen? Also die Frage ist Umwandlung, also wie umwandeln. Wie umwandeln? Newton pro Coulomb soll werden Volt pro Meter. Das geht eigentlich über einen kleinen Umweg. Und jetzt